Thank you very much. Ich würde da schon hochgehen, aber ich hätte die Hose voll. Moinsen, Samstag, 12. Oktober, fast nahtlos vom letzten Block weiter. Ein paar Stunden später. Jens kommt gleich wieder, gleich ist 3:30, jetzt ist 3:15 oder so. Und wir machen das nächste Vlies auf die Minen. Jo, darüber ist weg. Da in der Mitte ist noch was, gucken wir gleich nochmal eben. Wir haben das Vlies schon fast fertig. Sein ein Stück hier, da fehlt aber nicht mehr viel, ne? Nee, das kriegen wir den gerade mit. Ja, halben Meter noch. Und dann gibt's Kaffee. Jo, hinten haben wir zu, hier so weit zu, wie es geht. Morgen noch ein Vlies oder anderthalb und das ist der Rest, der noch zu machen ist. Kann man das so, nee, kann man nicht sehen. Was sagt der Jürgen, 3 Stunden oder was schätzt er? Ja, 3,5 Stunden sagt er. Ja, sehr schön. Das ist auch bald fertig. Gut, so Abflug. Und morgen noch die 2 bis 3 Züge auf dem anderen Schlag und dann sind die Stärke morgen raus. Geilomat. So ein hässlicher Vogel. Oh, komm schon. Guten Morgen. Es hat geregnet heute Nacht, unangekündigt. Überraschung. Sonntag, 13. Oktober, 7.47 Uhr. Um 8 soll es losgehen. Die letzten Stärkekartoffeln sollen raus. Ich kann das nur nicht abschätzen, wie viel es ist. Zwischen 2 bis 4 Wagen, irgendwas, keine Ahnung, ist auch egal. Also zwischen 1 bis 3 Stunden. Ich hab's jetzt nicht vor Augen, ehrlich nicht. Aber wir lassen uns überraschen. Wir werden es gleich sehen. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Hier vorne steht ein bisschen Wasser. Rein. Ja. Gott sei Dank, hier sieht das nicht so nass aus wie auf dem vorderen Schlag hier. Der ist ja schon geräumt. Da habe ich eben gerade ein bisschen Angst, aber hier sieht es besser aus. Muss auch böswindig gewesen sein letzte Nacht. Da liegt so viel Zeug drauf überall. Da habe ich nichts von mitgekriegt, habe ich verschlafen. So, ja, da stellen wir uns hin. Das wir können auch jeden Moment hier sein. Ach, so viel ist das gar nicht. Thank you.
hier ist auch fast fertig. Ein Abschnitt noch und dann die Kurven entschärfen, also die Ecken noch machen. Und dann ist das soweit schön. Hier vorne ist schon ausgeschlemmt. Da hatte ich mit Jens hier angefangen, im letzten Video ganz kurz zu sehen. Den Rest haben Marino und Raluca gemacht. Da muss auch noch mal einmal nachgeschlemmt werden, aber da müssen die Kartoffeln erst weg. Und den Rest nächste Woche, denke ich. Und dann können wir pünktlich zum Ende der Ernte da langfahren. Oh, mein Akku. Den muss ich noch eben tauschen. Guten Morgen. Montagmorgen. Was ist er denn? Montagmorgen. 14. Oktober. Ich hole mir noch schnell einen neuen Akku. Was klöterst du denn so? Moin. Moin. So ein Zufall. Ich habe die Kamera an und du hast Bier dabei. Ja. Das ist ja jetzt ein bisschen auf dem Montagmorgen. Naja. Wo kommt das her? Erzähl doch mal. Wir hatten Gäste bei uns in einer Ferienwohnung. Sarah und Tobias. Hieß er, glaube ich. Und die haben uns Bier dagelassen für uns beide. Oh. Und da gab es auch eine Karte zu und aber das. Ja, das machen wir dann, das zeigen wir nochmal. Alles klar, jetzt gibt es erstmal Kaffee. Kann noch offen bleiben. Oh, den Zug von gestern eben nach draußen stellen, damit wir hier an den Kistenfüller ankommen. Dann kisten wir jetzt erstmal die beiden Tandem noch weg. Und diese beiden Wagen, die werden wir wohl mit einem Band lose abladen. Bin jetzt noch hart am Überlegen, ob wir dann den Bunker schon reinstellen oder sicherheitshalber noch draußen lassen wegen eventueller Übermenge Pommes. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, hier kann er erstmal stehen bleiben. Das sieht passig aus. Auswirbeln. Passt doch. Ja, ich stelle den erstmal an der Seite. Wir müssen noch mal eben die Dreckkiste ausleeren und sowas, bevor wir ranfahren können, sonst stehen wir uns wieder selber mit den Füßen vor den Beinen. Bunker verschwunden. Ja, wir bauen gerade um. Wobei Sven ist gerade los, der muss noch mal etwas klären. Und wir haben den Bunker schon reingefahren und einmal sauber gemacht. Und jetzt wird das alles hier wieder aufgebaut. Hier drinnen Kabel verlegen. Bin ich gerade bei. Eine Hoffnung, wir wollen jetzt von da aus das ganze Strom, den Strom nehmen, weil das kann durchaus dann auch mal passieren. Wenn das dann hier steht und der Kistenfüller, wobei das wird ein bisschen eng, dann könnte man hier vielleicht auch noch mit dem Stapler vorbeifahren. Dann müssen wir aber oben das Ding dann noch wegnehmen. Dann braucht man nicht immer außenrum fahren. Aber an für sich muss das so gehen. So, und jetzt ist erstmal hier großes Tüfteln wieder angesagt. Den da vernünftig unter. Dann wieder rüber drücken. Ja. Und dann kommt der wieder hin und die Betonklötze. Mal gucken, da oben sind noch die Vögel in die Gänge, da oben im Dach. Hier oben ist das ganze Styropor raus da. Naja. Gut.
da ganz oben da. Na toll. Muss auch alles ran irgendwie, ne? So halt ich so den Kistenfüller auch noch rankriegen, aber irgendwie habe ich kein Kabel, was da noch lang genug ist. Da müssen wir wohl da von der anderen Seite rangehen. Nützt alles nichts. Ach doch, da haben wir noch ein Stück. Mal gucken. Vielleicht reicht das ja noch irgendwie. Jo. Hier haben wir noch was. Das ist gut. 16er, ja. Passt schon. Aber der muss dann gleich erstmal unter. Mal gucken. Datenkabel. Kann man so sagen, für den fürs Band, fürs NC-Band und für den Kistenfüller. Brauchen wir gleich hier. Und das geht von hier nach da. So lange brauchen wir eigentlich gar nicht, aber kürzer haben wir nicht. Wohl da hinten. Nee, das ist zu kurz. Das ist wie Autosteckdose hier. Rein und drehen. Zack. Hier irgendwo lang verlegen. Ja, die alten Geräte. Ja. Den Rest hänge ich da hinten auch gleich. Lass mal eben gucken, wo wir euch hier hinstellen. Da. Legt die mal gerne hoch. Kann man da mal besser unter durchfegen dann. Hier müssen wir ein bisschen strammer machen. Nach dahin. Das ist hier mal ein bisschen einfacher mit dem sauber machen.
So, dann würde ich dicken für die Maschine selber. Dann nehme ich hier hin. Kann ich sehen, was ich hier mache, ne? Oh, da. Holen gleich. Der hier ran. Vorletzten Wagen abladen. Ja, vorletzten Wagen. Der letzte ist nicht mal voll. Jens macht kaputt. Da helfe ich doch. Nimm doch die. Nee, lass es für was anderes. So, da. Aber jetzt stehen hier, werden hier Kartoffeln in den Weg gestellt. So ein Stück Holz kann man immer mal brauchen. Ja, so wäre doch ein Schuh draus. Wenn wir den Bums gleich auch noch wegschrauben. Also zwischendurch, weil Jürgen noch nicht da ist, wir benutzen jetzt hier den neuen Halter. Zwischendurch, weil jetzt gerade Zeit ist, nach der Kaffeepause auspacken.
weil das haben wir am Ende des letzten Videos gesagt, oh, das nicht, das fällt nicht unter den Tisch. Und bevor das denn tatsächlich noch unter den Tisch fällt, machen wir es lieber jetzt zwischendurch mal eben. Ja. Also, ich weiß nicht, was das älteste ist. Lose Reihenfolge. Fangen wir mal hiermit an. Das ist von Jens. Ist das von dir? Nein. Moin Sven, Ina und Jens. Viel Spaß mit den neuen Griffen für den neuen Stapler. Gruß Jens. Okay. Boah, Alter, Holz! Das packen wir. Das machen wir gleich noch schnell ran. Ja, wenn das so schnell geht. Was? Klar geht das. Das ist ja. Alter, guck dir das mal an. Hier einen darfst du haben, einen bekommt ihr zum Angucken. Ich komm mal näher. Jetzt seid ihr so weit weg. Da. Voll geil. Ja, cool. Die sind mal. Das ist mal. Mega. Also, die sind richtig geil. Die kommen gleich ran, ne? Die bauen wir gleich ran. Das, da nehmen wir auch gleich auch noch mit. Also, Jens, vielen, vielen Dank dafür. Das ist. Ja, nö. Sehr geil. Das ist richtig geile Idee. Das, da freue ich mich jetzt richtig. Weil zumal dieses scheiß Stofftuch, was Ina letztes Jahr dazu, das ist schon nicht mehr schön. So, dann haben wir hier, warte, da. Vorlesen ist okay, okay. Ein Geschenk von Stefan. Hallo Sven und Jens. Im Vlog 494 hatte Jens Probleme mit dem Kupplungskopf an einem der Anhänger. Es kommt mir vor, dass die Dichtung verschleißt, deshalb sende ich euch mal ein paar Ersatzdichtungen von Stefan. Stefan, sehr geil. Da sind sie. Cool. Da. Ganz lieben Dank, Stefan. Bitte schön. Auftrag erkannt. Auftrag erkannt, ja. Gut, danke. Also was zu basteln. So, dann kann die Pappe auch mit ins Altpapier. So. Was ist das? Wo kommt das her? Ungeöffnet. Nee, doch geöffnet. Habe ich das schon gezeigt? Was ist das? Ah, nee, habe ich noch nicht gezeigt. Da ist kein Zettel bei. Vorne nicht drin? Ja, da können wir nochmal. In der. Oh. Doch, guck an. Ups. Von Johannes kommt das. Steht nicht, dass es vorgelesen werden darf, ist aber nichts Verfängliches. Also Autowagen 2.0. Hallo Sven, ein kleines Zubehör für dein Auto. Da kannst du auf dem Betriebsgelände auch ohne Gurt rangieren. Mach weiter so. Das ist sogar mit. Ach so, jetzt verstehe ich das. Das kann drin bleiben. Würde ich mal so tippen. Pass auf, warte. Das ist man gar nicht doof. Da kann man nämlich einstecken und hat dann aber zum Anschnallen immer noch den Anschnaller. Genau. Dann muss man nicht diesen einzelnen, den ich habe, dann immer wieder rausnehmen und kann das drin stecken lassen. Das probieren wir aus. Ja. Vielen Dank, Johannes war es, ne? Ja, Johannes. Ja. Vielen Dank, Johannes. So, das darfst du zeigen. Okay. Dann musst du auch erzählen, was da passiert ist. Ich habe nur zwei Ferienwohnungen über Airbnb und da hatten wir dann ein paar letzte Woche. Bei uns in der Wohnung, ganz nette Leute und wir haben es leider nicht geschafft, dass wir dann mal zusammen hierher gehen können, mal über den Hof gucken können und sowas, weil einfach die Zeit hat sich ja, im Moment ist Erntezeit, ne? Nicht einfach. So, und da haben sie mir eine Karte geschrieben und haben mir dann noch einen Träger Bier aus der Region da gelassen. Vielen Dank für uns beide. Alles so interessante ja, Label auch. Weihener Bier. Weihera. Ja, hier auch nochmal. Alles verschiedene, ne? Ja. Ein Pilz ist dabei. Ja, sind, glaube ich. Dorftour Seidler. Ja, richtig. Hell. Also sehr spannend. Ja. Also das kommt auf jeden Fall, wenn du vorgelesen hast und wir die Kamera ausgemacht haben im Kühlraum. Ja, auf jeden Fall. So, ich lese mal vor. Hallo Jens und lieber Sven. Unser Urlaub in eurer Wohnung war ein absoluter Traum. Wir können wirklich nur jedem empfehlen, mal herzukommen und die Ruhe und schöne Umgebung in der liebevoll eingerichteten Airbnb zu genießen. Ich hatte im letzten Jahr keine besondere leichte Zeit und so wie eure Videos mir immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, hat mir auch eine Zeit hier enorm viel Kraft gegeben. Dankeschön. Als kleinen Dank haben wir euch ein paar Bier aus unserer Region Bamberg mitgebracht.
Lasst es euch schmecken. Euer Tobias und eure Sarah. Vielen Dank. Ganz lieben Dank. Ja. Also wirklich. Und ich habe gerade festgestellt, dass von jeder Sorte jeweils 2 Stück. Also ja, das ist schon passend. Ne? Total geil. Dank, so, das trinken wir dann als übernächstes Feierabendbier, weil bis zu diesem Feierabend heute werden wir es nicht mehr kalt kriegen. Richtig, fürchte ich. Genau. So, ja. Dann habe ich hier einen Karton. Der ist drüben im Versandlager bei uns aufgeschlagen. Da hat Ina den dann aufgemacht, weil sie dachte, da wäre was für einen Shop drin. Ist aber nicht. Ist offensichtlich auch ein Geschenk, aber hier ist nirgends ein Zettel. Wir wissen jetzt nicht, von wem das ist. Ja gut, rein, aber das ist ja anscheinend direkt vom Verkäufer gekommen. Das ist ein Abschleppseil hier, ein richtig fettes Teil, Kerbel. Mal gucken. 6 Meter lang, 56 Tonnen maximal. Alter Schwede, das ist schon, also das ist ein richtig amtliches Abschleppseil. Guckt euch das mal an, das ist richtig geil. Krass. Das ist total verrückt, vor allem, weil ja, das kostet ja auch richtig Geld. Ja. Also sowas gibt es ja nun nicht Wahnsinn. Günstig. Aber da ist nirgends ein Zettel. Also von wem das auch immer ist, erstmal ganz, ganz lieben Dank dafür. Ja. Das können wir auch gut brauchen. Ja. Und darfst gerne nochmal kommentieren, wenn es von dir ist, damit wir auch nochmal Danke sagen können. Richtig geil. Also das ist echt ein richtig gutes Ding. Vor allem auch mit Tasche. Das kommt gleich in unser Abschleppseillager, ja, wo auch Seile, Ketten und Schäkel sind. Jetzt ist ein Seil viel mehr. Davon. Viel davon. Ganz lieben Dank dafür. So, dann haben wir einen letzten Karton. Den machen wir auch nochmal. So, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier... Da der Zettel hängt an dem... Okay. Da vorgelesen werden, falls Zeit dafür ist. Natürlich ist da Zeit für, habe ich doch gesagt, da nehmen wir uns Zeit für. Die Post macht Bruchschutzverpackung, alles klar. Damit, falls noch was kann man. Ah, verstehe. Hallo, liebe Röperianer. Eigentlich war ja geplant, an einem Sonntag mal das Hofcafé zu besuchen, was aber aus bekannten Gründen auf das kommende Jahr verschoben wird. Deshalb hier mal ein kleines Dankeschön für eure Arbeit, damit wir nicht hungern müssen, für eure schönen Vlogs und für eure nette Art. Vielen lieben Dank. Ja. Nein, Bier ist nicht dabei. Damit hat die Post ja so ihre Probleme. Ja, hatten wir beim letzten Video. Ja. Siehe einer der letzten Vlogs. Nee, nicht letzte, beim letzten Mal auspacken war es. Ja, genau. Trotzdem viel Spaß mit den Tütchen, Ulrich. Lieber Ulrich, jetzt bin ich aber gespannt. Also hier geht es schon mal los mit einer Dose, da klebt auch noch ein Zettel dran. So etwas vermisse ich noch in eurem Onlineshop. Würde doch echt gut zu eurem Kartoffelhof passen. Nur so ein Gedanke, ob das wirtschaftlich umsetzbar ist, Fragezeichen Ulrich. Eine Kartoffelsuppe, ja, das ist schon, das wäre schon was. Das Problem ist, den Reinraum und die Verpackung und dass das ungekühlt haltbar ist und so. Also es ist halt nicht ganz so einfach. Und wenn, dann sollen da ja auch unsere Kartoffeln drin sein, ja, und nicht irgendwelche Kartoffelsuppen. Ne? Aber die Idee ist geil, auf jeden Fall. Also ganz lieben Dank dafür. Eine Konserve, das kommt hier von einem Hof auch, Spargelhof Kuhls aus Neubokel. Bin gespannt drauf. So, dann versuchen wir mal vorsichtig weiter auszupacken. Das ist Altpapier. Das ist Altplastik. Und jetzt Altpapier. 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 Eine Tüte. Da ist auch ein Zettel. Da ist ein Zettel. Für die Kiddies? Ah, okay. Oh, viele kleine Tütchen hier. Gummibärchen und sowas. Für die Kiddies. Danke. So, dann haben wir hier auch einen Zettel dran. Für eure Erntehelfer. Oh, das ist aber nett. Ja, das ist nett. Oh, das machen wir gleich. Das bringen wir gleich mal hin. So, dann noch ein Tütchen. Für die Dame des Hauses. Okay, für Ina. Überreichen wir auch. Für Sven und Jens. Oh. Das größte Tütchen. Hier darfst du mal rein zeigen. Teilen. Ja, so nicht, dass ich jetzt was Falsches wegtue, aber ich glaube, das war alles. Ja, so, dann zeig mal. Ja, da gucken wir mal, dass wir da so Feines haben. Geht's auch irgendwie auf. Ist das so eine Schleife oder nicht? Kann man das nicht? Kann man das schleifen? Ach nee, warte mal. Hier kann man noch. Ich mach das mal so auf hier. Dann. Ah, na gut, dann machen wir so. So, jetzt ist es so. Genau. So, was haben wir hier? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das rollen wir mal aus. Oh. Hochsitzcola. Hochsitzcola.
Oder er schreibt noch kein Bier. Das ist ja auch eine Flasche. Oh, lecker. Und die sogar kalt. Echt? Tatsächlich. Ja, das Ding. Boah, ist tatsächlich kalt. Boah. Ja. Danke. Vielen Dank. Oh, wieder. Kekse. Kekse. Oh, ganz viel Naschi. Oh, hier, guck mal, LKW-Nahrung. Oh, LKW-Nahrung, ja. Pack ich weiter weg. Meerespralinen, Haselnusscreme-Füllung. Meeresfrüchte. Meeresfrüchte. Oh. Und nochmal Schnaps. Das sind auch so kleine Leckerlis hier, ne? Ja. Hier noch. Hey, was? Und dann haben wir noch Gummibärchen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Typen Gummibärchen. Ja. Auch da ganz lieben Dank. Ja, also Dank. Vor allen Dingen Naschi. Das ja. Deshalb ist bei meiner Winterjacke auch der Reißverschluss. Genau. Das sieht jetzt nur dick aus, weil ich hier die Handschuhe in der Tasche habe, Leute. Also wirklich. Das ist immer noch. Wie sieht es nur so dick aus, weil ich keine Handschuhe drin habe? Egal, kein. So, wir überreichen jetzt nochmal eben die Tüte an die Erntehelfer. Und dann geht es gleich hoffentlich in der Ernte. Jürgen, wir warten auf Jürgen. Dann muss man nicht jeden Moment anrufen, dass er da ist. Genau. Gut, also. An alle, die was geschickt haben, ganz lieben Dank. Vielen Dank. Und an alle anderen sowieso danke fürs Gucken. Und weiter geht's. Wir bauen jetzt auch eben die Stapelgriffe an. Ach ja. Die kannst du dir nochmal eben schnappen. Hier. Hast du? Hier. Ja, dann mal Abflug. Ach, die Tüte, Mann. Raluca? Ja? Hier, a present for you from a fan. Thank you very much. So, Chefbastler darf das machen. Ich darf das machen, ja, ich weiß doch gar nicht. Der Chefbastler macht das. Ich reiß hier alles auseinander. Mach mal erst den Versifften. Bin froh, wenn der weg ist. Kann man den irgendwie hochziehen? Das musst du einfach hochziehen eigentlich. Nicht? Oder drehen? Also den kann man so hochziehen. Ja, dann muss der andere auch so. Vielleicht ist Ihnen das Gummiband so stramm. Das kann auch sein. Oh, ja, der ist aber auch schon hier ein bisschen utjackelt, ne? Das so passt. Oh, geil! Wirklich? Alter, das ist richtig, aber ehrlich, das ist ja richtig, richtig fett. Klickt da richtig rauf, ey. Cool. Oh, dann muss der genauso gehen eigentlich. Ja. Oder habe ich den? Nee, habe ich nicht. Oh, Manschette. Mach mal kurz. Gleich, nicht, dass das hier noch Muffensausen gibt. Nur keine Manschetten hier. Was ist da noch mit drin? Der sieht anders aus. Oder täuscht das? Was ist da drin? Da irgendwas stimmt da nicht. Kaputt gemacht, bezahle. Deshalb soll der Chefbastler das machen. Ja. Der sieht anders aus, oder? Ich glaube, wir müssen die Manschette. Der ist genauso groß, aber nie. Ja? Nee, was aber was soll da drin sein? Vielleicht ein Ersatzknopf? Aber man muss die Manschette ja eigentlich unten auch lösen. Aber lass das lieber. Was hast du da denn? Wahrscheinlich für die Manschette. Guck mal, ob der so hält. Also, weil den hier, den legen wir uns noch irgendwo hin. Ja, ist doch top. Hier nochmal eben die Falten aus dem Sack schlagen. So, jetzt. So, und den da, den schmeißen wir in eine Tonne. Ja, mach ich die rein. Ich raus. So, das kommt in Müll und den hier, den legen wir uns noch weg. Ja, jetzt kannst du aber Probesitzen machen. Ah ja, Probesitzen. Guck mal, vorne müssen wir. Probefummeln. Probefummeln. Ein Träumchen, das ehrlich. Cool. Das, also nicht nur von der Haptik her und dass wir den Klebescheiß da los sind, auch optisch ist das ein Hingucker. Richtig, also das freut mich echt mega, muss ich sagen. Das ist richtig geil. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin, dass wir zwischendurch dann mal hier das ganze Fahrzeug mit Wurzelholz ausschlagen. Mit Wurzelholz? Ja, hier so ein Wurzelholz Innenraum. Ja. Nein. Das ist dann nur noch mit Huschen fahren, ne? Ja, genau. Schuhe aus! Geil. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja. Oder Uschi? Willst du den kaputt? Nee, lieber nicht. Jo, also die Staplergriffe sind mal richtig geil. Ich habe die eben ausprobiert. Ich musste noch ein paar Kisten aus dem Weg stellen, damit wir nachher einen vollen Zug in der Halle kriegen. Richtig, richtig geil. Also wirklich. Das haben wir uns richtig drüber gefreut. So, Kartoffeln geht los. Jürgen hat angerufen. Oh, jetzt sind wir auch schon fast ein bisschen spät. Nee, das sollte noch passen. Geht los. Raluca und Marien fahren mit dem Autowagen hinterher. Jens kommt gleich, der stellt den LKW noch eben hin, falls Vater noch mit dem Aufladen für morgen anfangen will, sonst laden wir morgen früh auf, ist auch egal. Kommt jetzt gleich mit einem Tandem nach. Dann wollen wir mal gucken, wie das da geht. Ob das so hin, ob wir uns das vorstellen. Und dann machen wir die beiden Züge und die beiden Tandem voll. Na, Schluss. Denn er wollte sich morgen noch mal eben telefonisch melden, wann wir die bringen können. Irgendwann
halt die drei Züge, die ja, drei Züge sind sie quasi. Und dann können wir Mittwoch 4 Züge bringen und Donnerstag 4 Züge. Und das bedeutet, dass wir danach, also Donnerstagabend, dann so ziemlich die Vertragsmenge hin haben müssten. Dann fehlen wahrscheinlich noch über den groben Daumen, weiß ich nicht genau, irgendwie gute 20 Tonnen, vielleicht 30 Tonnen, die dann noch fehlen. Die machen wir dann die Woche drauf irgendwie. Mal schauen. Findet sich. Was ist denn jetzt los? Vor allem Verkehr. Bis gleich. Tja. Ich vermute mal, dass er nochmal durchteilt. Hier haben wir jetzt die Scheiße, ne? Das ist einfach zu spät. Alles grün. Das ist total am Plünnen, ist das. Hoffentlich geht das durch den Ruder. So, dann wollen wir gleich mal gucken, wie das hier läuft. Jürgen müsste eigentlich im Moment kommen. Wenn man vom Jürgen spricht, dann kommt er auch schon. Da ist er. So. Gehört, die Bremsen quietschen. Da müssen wir mal ein bisschen Bremsenfett drauf machen. Mal was besorgen. Jetzt haben wir auch alle Einheiten hier. Einmal voll machen für morgen. Das ist schon fast Rasenmähen hier. Können wir die auch gleich zusammen machen hier, dann kann damit alle vier nachher nach Hause fahren. Jens! Ich glaube, wir haben Piraten am Mast. Alter. Das muss niemals kriegst du mich da hoch. Ich würde da schon hochgehen, aber ich hätte die Hose voll. Aber ich würde da schon gerne mal, also mal ganz hoch würde ich mal gehen. Am Seil? Ach, man muss am Seil? Ja, vertrauen zur Technik, ne? Habt ihr gehört? Irgendjemand von euch, der im Windbranche arbeitet, muss Jens jetzt einladen. Ja, nee. Und damit Jens mal richtig einen abseilen kann. Ja. Fantastisch. Ja. Ach nee, das Abseilen mache ich dann. Das machst du dann. Ja, aber ich bleib unten. Alter.
Ja. So. Den Zug lasse ich jetzt noch einen Moment hier stehen. Aber ich glaube, das ist noch zu warm zum Lüften. Wenn ich die beiden Tandem hier habe, die will ich nämlich hier durch die Halle fahren und dann da unter den Schirm stellen, damit die Plane auf der rechten Seite ist. Denke ich jetzt gerade richtig? Ich glaube ja, falls es Regen gibt und Schlagregen, dass die Plane so ein bisschen wegschützt. Und dann, wenn die beiden Tandem hier sind, dann kann der Zug hier in die Halle. Das ist mein Plan. Ach, wir haben übrigens Jens und ich die Lampe noch getauscht, das Leuchtmittel. Jetzt ist er auch sofort an, wenn der Bewegungsmelder schaltet. Traumhaft. So. Einmal Licht. 9,7, ja. Letzte Belüftung mit Frischluft, 9.10. 4.13 Uhr. 9.10. Was? Was ist der 14.? Was? Ich habe ja immer manuell, aber warum hat er denn nicht geschaltet? Komisch. Sehr merkwürdig, so 9,7. Produkt hat 11, bei beiden Fühlern, beide Orte 11 Grad Produkt. Na dann, morgen früh zum Aufstehen wieder, vorm Aufstehen, nochmal anschalten. So, der erste Zug Fontana steht da, habt ihr vorhin gesehen, habe ich da reingefahren, bloß da war nur kein Licht an, aber ich glaube, man kann das erkennen. Dort. Und dann wollen wir mal gucken, wann wir die morgen bringen können. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe heute viel zu viel telefoniert, meinte er, glaube ich, nicht vor 10:30. Mal schauen. So, wie spät ist das jetzt? 7:15. Viertelstunde kann ich wieder losfahren. Nehme ich den Autowagen mit, dann haben die beiden das Auto wieder da. Nämlich den einen Tandem und dann muss mich noch irgendjemand wieder zum Feld hinfahren. Mal gucken, wer dann Lust hat. Ja. Kraft müssen bolzen, was will der immer von mir? Geh weg, so. Könnt ihr gar nichts sehen, da vielleicht besser. Könnt ihr mal kommentieren, ob diese Position der Kamera für euch angenehmer ist gerade? Ich kann es nicht sehen. So, Licht wäre noch ganz gut. So, mehr Licht. Gleich fertig. Ist aber auch schon 7:30, also dann reicht's auch. Zumindest für die beiden auf dem Ober. Aber die sind motiviert und haben Bock. Das macht richtig Spaß, wirklich. Das macht richtig, richtig Spaß. So, ja. Tandem 1 nach Hause bringen. Winkel ist glaube ich ein bisschen doof von der Kamera, da kann das sein. Warte mal. Ist das besser? Tandem 1 zu Hause, dann suche ich mir gleich jemanden, der mich eben herbringt. Das ist glaube ich noch bei den Kindern zu gern. Ich fahre gleich mal meinen zweiten nach Hause und dann ist Schluss. Thank you.
bisschen weit durchgefahren, aber nicht zu weit, nein. Weil man für den zweiten da noch genug Platz hinter ist. Aber das sollte so passen. LKW abschließen. Ja. So, Vater habe ich noch mal eben hergefahren. Man kann zwar nichts mehr sehen, aber also ihr könnt nichts mehr sehen. Ich sehe noch was. Ich gucke noch mal eben, wie viele Kartoffeln hier an der Seite noch sind. Bis gleich. Ein voller Bunker. Dann fahren wir noch einmal nach hinten. Entsperren. So. Abflug 20.02 Uhr. Ich gebe zu, ich habe den Schläger da echt richtig beschissen abgestellt. Das ist einfach völlig scheiße. Hier ist er unter Dach. Was macht er? An der Seite reicht das? Jo. Sieht gut aus. Glück gehabt. Bis das fertig ist, das dauert auch noch. Irgendwie macht der Computer Murks. Jetzt läuft Ort 1, läuft der Lüfter, die Klappen sind offen. Ort 2, Lüfter aus, Klappen zu. Beide selbe Einstellung. Annähernd selbe Temperaturen.
Das ist strange. Da muss ich morgen mal nachgucken. So, jetzt fahren wir den letzten Zug noch rein und dann ist Schluss. Feierabend. Bis morgen. Guten Morgen. Morgens 7:45 in Deutschland. Ein Frühstückchen. Dienstag, 15. Oktober. Oktober, ja. Oktober. Ja. Ist auch kalt, oktobermäßig. Kriegst du einen ab? Ja. Für zwei? Nee, einen. Nein, nicht. Der Rest ist fürs Auto hier. Den kannst du mitnehmen. Da gibt es auch um 8, 9, 10. Ja, genau. Jede Stunde einen. Jo, also Jens macht einen Schuh. Kartoffeln fahren. Und ich warte, wann ich den ersten Wagen nach Schese fahren darf. Mal schauen. Jo, und es war tatsächlich noch 1 Grad kälter geworden. Ich habe heute Morgen früh die Lüftung gemacht, habe ich jetzt schon wieder aus. Da hatten wir 6,6 Grad und jetzt sind es 5,6. Was die Lüftung, was wir gestern Abend hatten, das ist ja letzte Belüftung mit Frischluft und so weiter, die hat er jetzt letzte Nacht wieder gemacht. Also ich habe gerade vorhin nochmal nachgeguckt. Kann ich euch auch nochmal eben zeigen. So, Ort 2. Da, 15.10. 3 Uhr. Also, keine Ahnung, warum man davor so lange Tage die Frischluftzufuhr automatisch nicht gemacht hatte. Ich weiß es nicht. Aber es hat ja geklappt. Naja, und ich hatte ihn jetzt noch mal eine halbe Stunde so laufen lassen. Jo, Jens kann lostüdeln. Ich warte jetzt noch mal eben auf Raluca und Marien, die sind um 8 hier, hatte ich gestern gesagt, 8 Uhr Start. Wenn wir nicht Kartoffeln machen, machen wir immer 8 Uhr, ist früh genug. Gut, und dann schauen wir mal weiter. So, auf geht's nach Wietzendorf. Ja, erste Tour diese Woche. Mal schauen, ziemlich neblig heute Morgen, aber das verspricht mir, ein schöner Tag zu werden. Down. Don't know if I miss.
Sat. Neunkirchen, hier geht's los. Die ersten Stützen stehen. Bin mal gespannt, wie groß das nachher wird. Wird ziemlich hoch, wie das aussieht. Scheiben freiblasen, um 10 darf ich mit dem ersten Tandem da sein. Werde jetzt nicht so viel filmen, weil der Junior gleich mitfährt bei der nächsten Tour. Seht ihr denn wieder mehr, die soll um 12 da sein. Jo, mittlerweile bin ich mit dem ersten Zug hier, 11.23 Uhr und das hat jetzt mit Wartezeit zu tun. Ja. Jo, 2:30 so. Hier sein, danach im Anschluss direkt den Tandem, dann haben wir heute alle weg. Und dann geht das morgen früh gegen 8 wieder weiter mit Drohnen. 9:30 beim ersten hier. Und dann noch 3 weitere. Und Donnerstag dasselbe Spiel nochmal. Schmeiß an die Hütte. Moin, Mittwoch, 16. Oktober, 7.13 Uhr. Jens fährt nächste Wietzendorf-Tour, fährt gleich los. Wir holen uns hier den 716 mit dem ersten Zug raus. 7:30 ist Jürgen da auf dem Feld. Ach, die Lüftung. Die habe ich heute Morgen früh angemacht. Die mache ich jetzt wieder aus. Klappen bleiben noch offen. Jo. Tür aufschieben. Dann gibt es noch ein bisschen kostenlose Lüftung. Und dann wollen wir mal 4 Züge Pommes rausholen. Ja, wieder Großkampftag heute. Ich mache mich auf den Weg nach Wietzendorf und Sven ist Vorbereitung, wir wollen gleich roden, Montane. Und ich mache mal obligatorischen Blick ums Fahrzeug rum hier, ob alles in Ordnung ist, Beleuchtung funktioniert. Sven lässt das Fahrzeug auch schon mal warm laufen, Druck aufbauen für den ersten Zug. Hier ist alles dran. Und hier läuft alles. Ja. Das sieht gut aus. Machen wir uns noch einen Weg. Da geht es auch weiter. Und Verblendermauern, das sieht gut aus. Schöner Verblender.
Jo, also, wenn der voll ist, fahren wir sofort los. 9:30 sollen wir da sein. Das passt mit der Zeit ganz gut zusammen jetzt. Deshalb haben wir so angefangen, wie wir angefangen haben. Dann wird der nochmal voll, also 4 Züge insgesamt. Die beiden zählen einfach als ein Zug. Und dann sollte das passen. Und dann morgen dasselbe Spiel nochmal, bis es nicht mehr schockt, würden andere sagen. Nein, wahrscheinlich beendet es die Verfügbarkeit der Kartoffeln im Acker. Mal schauen, theoretisch sollten wir, es könnte sein, dass wir morgen fertig werden. Was natürlich schon ein bisschen geil wäre, so mit Butterkuchen und so. Allerdings ist das natürlich von der Zeit. Mal schauen. Ja, ich weiß, die Scheiben. Ja, was ist hier los, ey? Ja, da steht noch einer. Und die sticken auch im Schreck. Glaube ich. Ja, das machen wir gleich mal hin. Zurückwiegen und auf ein neues. Ich werde das vermissen. Fast heute fertig geworden. Der Schlag hier ist geräumt. Juhu! Jetzt haben wir auf dem anderen Schlag noch einen knappen Zug. Aber Jürgen muss jetzt woanders einen LKW roden. Der geht natürlich vor. Und uns ist das im Grunde auch ein bisschen egal, weil machen wir morgen Vormittag noch eine Stunde knapp und dann sind wir auch durch. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an den Berufskollegen aus dem Landkreis Winsen-Luhe. Der war bei dem letzten, als ich mit dem Tandem hier war, hinter mir und eben gerade noch vor mir. Und beim Tandem sind wir in der Mitte, da ist das Gummi nicht richtig drunter gewesen, konnte ich nicht weit genug ranfahren. Ich hätte mit dem Schlepper noch ein Stück weiter ranfahren müssen. Long story short, da sind in der Mitte ein paar Kartoffeln daneben gefallen und er hat mir noch geholfen, die zusammenzufegen. Also, liebe Grüße und vielen Dank. Und gute Ernte noch. 40 Hektar muss er noch, sagte er. Die müssen wir Gott sei Dank nicht mehr. Erster Wagen ist gleich leer. Dann den zweiten Fallern fährt jetzt gleich los mit dem letzten Zug für heute. Auf dem einen Tandem sind jetzt ungefähr
10 Tonnen, irgendwas zwischen 8 bis 10 Tonnen. Den lassen wir jetzt stehen bis morgen. Und dann gucken wir mal, wir sollen eigentlich sowieso nur noch einen ganzen Zug liefern und dann haben wir unser Dingens erfüllt hier, unser Kontrakt. Und das passt anscheinend wie Arsch auf Eimer. Also wir, da ist kein, auf dem anderen Schlag ist kein ganzer Zug mehr drin, schätzen wir. Also genau wissen können wir es ja nicht. Haben aber noch 10 Tonnen auf dem anderen Tandem, also mal schauen. Wir werden sehen. Also das sollte eigentlich eine fast schon, ich glaube, das könnte sogar eine Punktlandung werden in der Menge. Eben die Hand noch so beschissen gestoßen. Ich glaube, das ist verstaucht. Scheiße. Für die Kamera reicht es noch. So, also ich werde jetzt mal eben schnell Mittagessen. Das ist, oh Mann, ich glaube 20 vor 2 oder so. Viertel vor 2 ist das. Irgendwie so bei rum. Mittagessen und dann fahre ich den letzten Tandem doch noch hin. Ich habe eben das noch abgesprochen. Das passt denen besser. Jo, schon praktisch, wenn man eine Arzthelferin im Haus hat. Danke, Ina. So kann das hoffentlich ein bisschen schneller wieder besser werden. So, jetzt holen wir uns den letzten Tandem. Also, ja, ich denke mal, da sind irgendwo so die 10 Tonnen drauf. Fahren den noch hin. Und dann ist für heute mit Kartoffeln Schluss. Dann geht das morgen noch einmal ran für eine Stunde knapp und dann gibt das wohl Butterkuchen. Ina hat sich das schon vermerkt, dass wir morgen Butterkuchen brauchen. Voll geil. Ja. Fisch. Für diejenigen, die jetzt wieder fragen wollten, was es zum Mittag gab. Backfisch. Lecker. So denn. So ist das. Wir stehen hier noch auf Straße. Fahrrad noch. Das war am ersten Wagen. Da ist einer vor mir. Das hat jetzt ein bisschen mit Zeit zu tun, fürchte ich. Das sind jetzt noch 1,5 Stunden. Oh, 3, 4. Oh. Jo, jetzt kriegen wir unsere Drillinge auch noch wieder. Das werden jetzt wohl irgendwo so 12 Tonnen sein, die ich mitnehme. Das wäre dann eine Tonne mehr, als ich gerade hergebracht habe. Ja.
Was? Was für ein schöner Kibber da vorne. Guck mal. So ein feines Ding. Gehen, weil für die Minute brauche ich das nicht. Brauche ich das jetzt nicht aus der Tasche suchen. Ich habe eben noch mal nach dem Wasserstand gefragt. Also ab diese Drillinge, die ich jetzt hier drauf sein habe, das sind 11 Tonnen. Die sind schon, also die ganzen Drillinge, die wir hingefahren haben, die sind jetzt schon in Abzug gebracht und wir haben jetzt unseren Kontrakt erfüllt. Morgen bringe ich ja noch mal einen knappen Zug. Da werden auch hier und da was rausbonitiert und so und dann passt die Menge. Dann haben wir nach Bonitur auf jeden Fall unsere 400 Tonnen voll und somit den Kontrakt fertig erfüllt. Und vor allem Punktlandung, Leute. Letztes Jahr war es schön, dass wir zu viel hatten. Dieses Jahr wäre das gar nicht so geil, weil der Marktpreis im Moment nicht interessant ist. Deutlich unter Kontraktpreis. Letztes Jahr war es andersrum. Letztes Jahr war der Tagespreis höher als der Kontraktpreis. So ist es jedes Jahr anders. Ne? Gut, auf nach Hause. Hier wird gerodet. Achtung. Nee, da wird gerade Kaffee getrunken. Sei es euch gegönnt. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Tasse Kaffee. Die anderen sind schon durch mit Kaffee. 4:30 haben wir es. Wahrscheinlich, wenn ich zu Hause bin, können wir erstmal den LKW wieder aufladen. Aber dafür haben wir dann noch Feierabend. Auch nicht schlecht, ne? Dann lassen wir den Kaffee sein und trinken nachher einfach ein Feierabendbier. Thank you.
können nächste Woche gewaschen werden. Geil. Jens ist noch nicht zurück. Trinke ich doch noch einen Schluck Kaffee. Guten, wunderschönen Morgen. Überschwängliche Begrüßung am Donnerstag, den 17. Oktober. Der letzte Erntetag. Nee, die letzte Erntestunde sogar. Eine Stunde, dann sind wir mit der Ernte 24 durch. Habe jetzt mal eben da den 716 mit dem Akkulinerzug. Fahren damit zum Feld. Da wird ungefähr eine Stunde gerodet. Dann gibt es Butterkuchen und dann fahren wir damit nach Schesel und bringen die weg. Und dann sind wir durch. Yippie-yay-yay. Morgen. Ja, ich bin jetzt zu Fuß unterwegs. Wir haben gestern den LKW beim Nachbarn geparkt, weil hier die Auffahrt nachher gleich irgendwie zu ist. Da kommt dann der Zimmermann für das Haus. Das Haus wird gerichtet, bekommt den Dachstuhl und wir sind davon ausgegangen, dass der Kran heute Morgen schon um ganz früh da ist. Aber ist ja nicht so und hat mal Bedenken, ob wir denn vom Hof kommen. Deswegen haben wir den beim Nachbarn parken dürfen hier. Dann gehen wir da mal rüber. Dann will ich den mal wieder hier wegnehmen, dass sie wieder ein bisschen mehr Platz auf dem Hof haben.
spannvoller Zug noch geworden. Sehr schön. Gut geschätzt. So, sauber machen. Da hinten kommt Ina mit einem Butterkuchen. Kurz vor 11, wir haben es geschafft. Jetzt noch eben die Drillinge mitnehmen. Die kommen auf den vorderen Wagen, den hinteren habe ich schon ganz sauber gemacht innen. Dann können wir nächste Woche zwischendurch mal ein bisschen waschen. Sehr schön. Hat auch nötig. So, tschüss, bis nächstes Jahr, Kartoffeldings.
Zubiegung. Fast, aber nicht ganz. Offensichtlich voll für die letzte Tour diese Woche. Und da ist der Zimmermann in Gang. Deshalb kommen wir gerade nicht auf den Hof. Lull. Oh, was das soll, seht ihr in einem der nächsten Videos. Jetzt nicht. Leider sind die Tassen leer. Ja. Da müssen wir irgendwie nochmal füllen. Aber nicht jetzt. Jetzt. Verabschieden wir uns, die Ernte ist durch. Ja, geschafft, ne? Ja, und damit endet jetzt auch dieses Video, habe ich mir überlegt. Ja. Und dann geht das im nächsten Video ganz normal
mit dem täglichen Wahnsinn weiter. Ja. Mal gucken. Genau. Auch was ich euch gerade gezeigt habe, warum das da steht, das seht ihr dann im nächsten oder übernächsten Video. Also, wenn es euch gefallen hat, Däumchen. Ja. Der Butterkuchen war sehr lecker, kann ich dir schon mal sagen. Okay. Jens kriegt auch noch ein Stück nachher oder zwei. Ja. Und dann kann er das immer im nächsten Video bestätigen. Ja, oder auch nicht, wenn er dir nicht geschmeckt hat. Also die Jungs beide sind, haben sich sehr gefreut. Ja, das glaube ich. Also, ganz lieben Dank fürs Reingucken, für den seelischen Support während der Ernte auch lieben Dank und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ne? Ja, so machen wir das. Ach ja, und nochmal danke für die Geschenke, die ihr uns geschickt habt. Ja, und Marino und Raluca haben sich auch mega gefreut über die Naschi-Naschi. Ja. So, denn bis zum nächsten Mal, reinhauen. Ja. Fizzing! Jo. Tassen voll machen. Hm. Meinst du, das ist ein A? Ja. Morgen ist Richtfest. Da gibt es einen kleinen, ne? Ja, so einen Lütten, ne? Ja, Lütten.